Zum ehrenamtlichen Engagement gehört auch, dass man Danke sagt, dass man Anerkennungskultur an den Tag legt und sie pflegt. Und das ist heute ein Tag des Ehrenamtes, wo ganz viele Danke sagen, weil unsere Gesellschaft und auch die Stadt Hamburg ärmer wäre, wenn es nicht diejenigen geben würde, die nicht bei jeder Gelegenheit fragen, was habe ich davon, was kriege ich dafür, sondern einfach tun. Ja, uns ist das eine große Herzensangelegenheit, den Amateurfußball zu unterstützen. Und in diesem Fall geht es ja um Fairness. Und wir probieren, die Fairness in den Vereinen zu verbessern. Klappt schon etwas besser. Ich habe mir eine Tabelle angeguckt und wir entwickeln uns nach vorne im Amateurfußball. Die Gala ist deswegen wichtig, weil wir in allererster Linie den Menschen, die in unserem Verband als Vereinsvorsitzender und Fußballabteilungsleiter ehrenamtlich arbeiten, jeden Tag jahrelang, ohne Vergütung, für ihre Mitmenschen, auch durch eine solche Einladung und Veranstaltung, ein Dankeschön ausdrücken wollen. Und dass wir die Vereine, die sich in gewissen Bereichen, Integration, Förderung Jugendfußball, Förderung Frauen- und Mädchenfußball, Fairness, besonders herausragende Leistungen vollbringen, dass wir die mit einem Preis ausstatten, der finanziell so attraktiv ist, dass ihre Arbeit weiter gefördert und unterstützt wird. Und das ist der Hauptsinn dieses Empfangs. Das Geld, ja, das werde ich gut anlegen. Ich brauche halt, ich habe da noch ein paar Sachen vom Umzug zu erledigen. Und ich werde jetzt Pate im neuen Verein von der Jugendmannschaft und da lasse ich mir auch noch was einfallen. Ja, ich bin auf jeden Fall richtig überrascht. Ich habe damit gar nicht gerechnet. Wir sind halt ein Hammer-Team und nach dieser Saison mit dieser Mannschaft ist das so ein i-Tüpfelchen.